Lecker, lecker. Eine schöne Aussicht hier auf den Aufbau von Sifi Rockt. Wir haben mich hier gerade im Sindelfinger Rathaus mit dem Oberbürgermeister Bernd Föhringer ausgetauscht. Aber sind wir ganz ehrlich, eigentlich würden wir uns die meisten Gänge aufs Amt ins Rathaus gerne sparen. Wir würden lieber zu Hause auf dem Sofa oder wenigstens vom Schreibtisch aus die Sachen erledigen können. Und es gibt zumindest gute Neuigkeiten vom Bund, denn das Online-Zugangsgesetz wurde novelliert. Das OZG 2.0 sozusagen eingeführt. Auch wenn es da noch mal ein bisschen Knatsch im Bundesrat gab und wir ein paar Kleinigkeiten noch mal anpassen mussten, in meinen Augen leider nicht verbessert haben, so sind das trotzdem gute Neuigkeiten für die Verwaltungsmodernisierung, für die Digitalisierung von Behördengängen. Zum einen wird die Bund-ID umbenannt in Deutschland-ID und ein zentraler Kanal sein, mit dem man mit dem Staat, seinen unterschiedlichen Behörden und unterschiedlichen Ebenen kommunizieren kann. Zum anderen stärken wir den Open Source und den Einer für alle Ansatz. Das heißt, Leistungen, die digitalisiert werden, sollen einfacher von anderen Kommunen auch nachgenutzt bzw. ausgerollt werden können. Und last but not least, wichtig ist auch, dass diese Digitalisierung Ende zu Ende digitalisiert werden. Das heißt, dass es keine Medienbrüche mehr gibt, also nicht ich einfach nur was Digitales hier ins Rathaus schickt, dort wird es ausgedruckt und abgetippt. Wir wissen, da gibt es noch echt viel zu tun. Und unser föderaler Staat macht es uns da manchmal schwer. Aber dieses Online-Zugangsgesetz, das wir geerbt haben, das, wie meine Kollegin Miss Barkan immer sagt, broken by design war, also nichts anderes als Finanzieren von schönen Leuchttürmen, aber nicht wirklich durchdenken, wie Verwaltungsdigitalisierung in der Breite in Deutschland funktionieren kann. Das haben wir jetzt zumindest verbessert und werden hoffentlich in den nächsten Jahren davon auch die ersten Früchte ernten. Aber die Verwaltungsmodernisierung wird uns nicht allein gelingen. Es gibt einen Haufen Partner, die wir dafür brauchen. Und einer, ein not so hidden champion anymore, davon ist SAP. Deswegen war ich gestern in Walldorf bei SAP und habe mich dort über all die Dinge, die sie im Kontext Verwaltungsmodernisierung machen, zum Beispiel die Delos Cloud, also eine souveräne Cloud-Lösung auf Microsoft Azure-Basis, die aber eben ja, souverän in Europa, in Deutschland betrieben werden kann, aber auch über die ganzen anderen Innovationen, auch die KI-Innovationen und Developments, die es gerade bei SAP gibt, die entweder schon am Markt sind oder gerade in der Pipeline sind, ausgetauscht. So, und jetzt erstmal die Zeit hier in Sindelfingen nutzen und ab zu Demis.